Ist der Anus ein Einwegventil, der sich bei Druck von außen schließt und Buchhaus. Ist er nicht? Bei Druck von außen. Nein, ist er doch nicht. Aber jetzt produzieren Sie etwas, Sie machen das so weit, dass die Homosexuelle bei uns im Land verfolgt werden, wie in Russland oder wie in ja, aber das kommt nicht von dem, weil wir schlechte Menschen sind, sondern wir haben alle Praktiken, können machen, was sie wollen. Und sollen uns in Ruhe lassen. Aber jetzt greifen Sie in das Staatsgefüge ein, dass Sie heiraten wollen, dass Sie unsere Kinder ihre Rente zahlen sollen und lauter so Zeug kommt daraus. Und jetzt auf einmal gibt es da einen Zirkus in unserem Staat, bloß weil da die Leute nicht genug kriegen. Immer mehr die Schraube. Was andere Meinung haben als Sie? Die Schraube wird immer mehr. Man hat doch vollkommen recht. Wir dürfen. Wenn Ihr Vater schwul gewesen wäre, dann hätte er keine so große Rede. Der spricht doch von so viel. Wir stehen hier. Wir haben uns gemeint, warum kommen Sie am Provozieren? Nein, also sicher, wenn alle Menschen schwul wären, wenn das rein theoretisch ist, dann hätten wir eine friedliche Welt. Aber wie Sie ja. Aber ein bisschen wird es auch schneller. Bist du mal weg? Bist du mal ausbrechen? Wisst ihr, es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob jemand toleriert oder ob der uns behandelt wird. Das ist ein Unterschied. Und das wollen wir hier. Und deswegen stehen wir hier, dass wir uns von euch beherrschen lassen, was wir unsere Kinder lernen. Ja, das wollen wir nicht von euch beherrschen lassen, sondern ihr kennt eure Kinder. Ihr kennt eure Kinder. Was für Geburt hat die Wenn wir als Christen auf die Straße rumspringen und sagen, wir sind Christen, folgen alle uns da, Christus ist der Herr, dann heißt es, das sind Fundamentalisten. Wenn wir auf der Straße rum sind, dann sind sie eine Minderheit, eine bedauernswerte Was glauben Sie? Wie viele das Hitzberger, der hier Fußballjugendliche erzogen hat, wie viele Möglichkeiten das der hat? Deine Kinder haben auch, ja, das sagen die auch, dass die in der Rente beschnitten werden sollen, weil das ist generationsvertraglich, die Rente, die Kinder zahlen für die Eltern, ja, wenn sie jetzt Menschen sind, wer zahlt für ihre Rente? Ihre Kinder? Nein, meine. Und deswegen rede ich. Ja, zahlen meine aber gern. Weil die können ja nichts dafür. Nein, das ist nicht schwierig. Das ist ihre Diskussion, sie wird hergezogen und wird da gesagt, kinderlos. Die sind arm draus, die kinderlos. Aber die Homosexuellen sind auch arm draus, das weiß ich auch. Also für mich sind die zu bedauern. Ja, weil ich will keiner sein. Und für mich sind die zu bedauern, das sind bedauernswerte Geschöpfe. Ja, weil Gott sagt zum Beispiel, um ihre Homosexuellen willen sind sie verwirrt im Kopf. Ich bin nicht homosexuell. Ich kenne welche, die waren homosexuell. Die sind haben zu Jesus Christus gefunden, sie haben anerkannt, dass sie homosexuell sind. Sie haben da gesagt, sie wollen das nicht mehr sein. Die sind halt keine Homosexuelle mehr. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann sage ich, es geht, man muss bloß die Gier überwinden.
Das ist doch Käse. Dann ist doch Käse. Also, hören Sie das. Ja, warum sind Sie denn ländlich? Unglaublich. Ich hab das Bier, gucken Sie mal in Christoph. Ich bin verheiratet. Gucken Sie mal da, da haben Sie Banane auf, Melone auf dem Kopf, Banane und der Ranze rum und dann laufen Sie so durch Gegend. Ist das etwas Schönes? Ja, Sie sind auch nur ganz. Muss man das unterstützen? Meine Güte. Ich sag Ihnen eins, ich bin verheiratet, also. Und mein unglaublich. Oh, unglaublich. Der Mann, der nicht da Brandeschwäche ist. Warum ist das Schlusswagen? Ja, jetzt aber mal langsam. Warum ist das Schluss? Warum ist das Schluss? Was machen Sie hier? Wir wollen nicht verbieten, wenn Schwule sich schwul sind. Wir wollen bloß damit, dass unsere Kinder umerziehen. Das war eine Diskussion. Ja, das ist nichts. Das kommt in ein paar Jahren. Ich sage halt hier, ganz klar. Heute sind die Homosexuellen, die sich nicht ändern können. Ja? Morgen sind es die Mörder, die sich nicht ändern können. Wie ein Hase, Das ist doch natürlich. Aber wenn ich ein Gen nicht verändern kann, wenn jemand homosexuell ist, und ich kann das nicht verändern, dann kann ich auch beim Mörder das Gen nicht verändern. Mörder mit Homosexuellen gleich zu setzen, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Gendermainstream. Kennen Sie Gendermainstream? Die wollen das so weit bringen, dass der Mensch einfach geboren wird und dann kann er wählen, ob Frau oder Mann sein will. Ja? Das will man durchbringen heute. Und das ist auf dem Vormarsch, ganz gewaltig auf dem Vormarsch. Das mag der wollen. Ja, für die Buben. Ich sehe kein Buch anziehen. Für mich ist kein Buch nicht anziehen. Verstehen Sie? Weil ich mit dem keine Fortpflanzung habe. Ich wollte das normal finden. Ich wollte das aufklären. Aufklären sind die älteren Menschen aller Regionen. Ja, und nicht die Schule. Nicht die Schule. Die Schule hat damit gar nichts zu tun. Die soll gucken, dass die Mathe lernen und dass die Deutsch lernen. Genau, das hat ja so gut geklappt die letzten 50 Jahre. Sexuell war das soll. Das hat so gut geklappt. Ja, das ist ein toller Alter.